Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der aktuellen Blissim Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box ist eine französische Beauty Box, die monatlich erscheint. Wir haben hier 5 Beauty-Produkte, ungefähr, also mindestens 5 drin, und die kostet 17,90 € pro Box. Jedenfalls bezahle ich das dafür. Wir haben auch irgendwie eine E-Mail bekommen, dass die jetzt generell auch 17,90 € kostet. Ich dachte, die wird immer 17,90 € kosten. Ich hab das immer bezahlt, keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Genau. Und die hat kein festes Format, was monatlich so erscheint. Mal ist es eine Tasche, so wie letztes Mal. Mal ist es eine Dose, so wie hier. Mal haben wir eine Box. Und ja, mir gefällt die Dose tatsächlich. Das ist eine schöne Aufbewahrungsdose, ne? So eine schöne Metalldose. Heißt im ersten Start. Und das ist jetzt die Januar-Ausgabe. Ja, wir haben hier so schöne Blätter drauf. Ja, wäre für mich jetzt eher so eine Herbstgeschichte. Erinnert mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so an Januar. Aber gut, wichtig ist, was drin steckt. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Habe ich schon gesagt, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, mein Kopf sitzt ein bisschen zu, weil ich so ein bisschen immer noch erkältet bin. Und ja, genau, der Deckel ist hier einmal von innen zu sehen. Yay, ein Metalldeckel. Und ja, mega süß, dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist, passt einfach ganz genau da drauf, finde ich total knuffig. Der Inhalt ist übrigens immer super individuell gestaltet. Also die Produkte, die ich drin habe, hat zum Beispiel die liebe Unbox Butterfly Nicole nicht zwingend drin. Denn wenn man sich daran traut und ein Beauty-Profil hinterlegt, was meistens dann auf Französisch sein muss, aber Google-Übersetzer hilft dann dabei, dann werden die Produkte, die in der Box drin sind, echt perfekt auf einen zugeschnitten sein. Aber wir gucken gleich mal zusammen rein, denn erst möchte ich so ein bisschen entdecken, was in dem Heftchen drin steht, was drin ist. Hinten auf dem Heftchen steht auch immer irgendwie so ein bisschen was drauf, dass es wieder krasse Rabattaktionen gibt und so. Die gibt es immer mal wieder. Und gerade wenn man die Blissim Box abonniert hat, dann bekommt man alle Produkte, die dort im Onlineshop aufgeführt sind, auch noch ein Tick günstiger, was ich auch ganz cool finde. Ich glaube 15% Rabatt auf alles gibt es dann da, ne? Und dann hast du auch Marken wie MAC und so da drin oder Rituals, die du dann einfach mal für einen Schnapppreis bekommen kannst. Und ja, Nouvelle Horizon ist die, ja, das Motto. Also neue, nicht schmatzen. Ich finde das unangenehm, wenn Leute schmatzen. neue Horizonte oder neue Horizont ist da das Motto. Dann sind hier die Produkte immer aufgeführt mit Preisen und so. Und da ist auch immer ganz genau beschrieben, ob das eine Full-Size ist oder nicht. Und wenn man dann auf die Homepage auch geht, dann werden einem auch direkt die Produkte angezeigt. Also quasi die in meiner Box jetzt drin sind, sodass man die theoretisch nachschauen könnte. Dann haben wir hier auch noch irgendwie alle möglichen Informationen drin. Wenn man so ein bisschen chillen möchte, Informationen zu Sondereditionen, was so neu eingetroffen ist. Süß, wie man tatsächlich seine Box jetzt weiterverwenden könnte. Also du kannst dir da auch Pflanzen reinsetzen. Das finde ich auch cool, echt cool gemacht. Oder als Teebox, also sehr nachhaltig. Und auch diese ganze Geschichte in dieser Box, die kommt halt auch aus so nachhaltig unterwegs, ne? Also das ist auch ziemlich cool. Ja, genau. Aber wir gucken uns erstmal an, was die Menschen sich beim Boxenpacken gedacht haben. Editorial. C'est reparti pour une nouvelle année. Los geht's ins neue Jahr, würde ich mal so sagen. Une page blanche à écrire. Eine neue Seite, die wir jetzt, eine weiße Seite, die wir jetzt beschriften müssen. De nouveaux horizons à explorer. Neue Horizonte, die wir erkunden müssen. Et plus que jamais l'envie de s'évader. Ja, irgendwie vielleicht der Wunsch, irgendwie der Wunsch zu entkommen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ce mois-ci, on adopte de bonnes habitudes. In diesem Monat adoptieren wir die Gewohnheiten die guten Gewohnheiten. Et on découvre de nouvelles sur le thème de Noël. Ja, und wir möchten irgendwie das Natürlichkeitsthema etwas mehr entdecken. Mhm. Janvier donne le ton de l'année. Der Januar gibt den Ton an des Jahres. Mhm. Qui son annonce plein de positivité.
und der kündigt sich sehr positiv an. Ich weiß nicht, ob der Januar sich bei uns sehr positiv ankündigt. Ich kann es von mir persönlich jetzt nicht unbedingt behaupten. Jedenfalls gerade nicht so, was gesundheitlich in meiner Familie abgeht, Leute. En vous souhaite une merveilleuse année 2022. Wir wünschen euch ein wunderschönes Jahr 2022. Jo, das ist doch schon mal nett geschrieben. Das Editorial, die Homepage, der ganze Rampampam, Eddie ist auf Französisch. Wenn ihr Newsletter bekommt, die sind auf Französisch. Das ist ein bisschen das Manko an der Box. Die ist geil, aber Eddie ist auf Französisch. Ich habe bis zu meinem Abi 2008, das ist ja schon eine ganze Weile her, ne, Französisch gehabt. Deswegen kann ich ein bisschen Französisch noch, weil ich die Sprache auch ziemlich cool fand und da auch gar nicht so schlecht drin war. Aber ich finde es schade, ehrlich gesagt, ne? Weil zum Beispiel die My Little Box, die hat das Ganze ja auch auf Englisch und auf Deutsch. Und dann sollte es doch auch bei der Blissim Box mal die Möglichkeit geben. Denn wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Blissim Box, die ja ehemals die Birch Box war, die Mutter aller Boxen. Und dann sollte die Mutter doch auch mal so ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen, aber in Frankreich ist das ja manchmal so ein kleines Thema, dass man da nicht so wirklich Bock drauf hat, das Ganze zu übersetzen. Egal. Hier haben wir jetzt die ganzen Geschichten, wie sie hier drin sind. Und das Ganze fängt hier an mit einem Panda-Tee. Da habe ich auch irgendeinen Code hinten drauf stehen. Tee et infusion bien-être pour toute la famille. 100% natürlich, also irgendwas für die ganze Familie. Und natürlich 10 Euro Gutschein bei 20 Euro, was du ausgibst. Ja, das ist halt eine französische Homepage und ich glaube nicht, dass ich dort bestellen werde. Deswegen, es gehört theoretisch zum Wert der Box mit hinzu. Werde ich das mit aufführen? Weil das ist, du musst ja für 20 Euro einkaufen. Das heißt, im Prinzip gibst du ja nur 5 Euro dafür aus. Komm, den nehme ich mal mit rein. Auch wenn es halt für uns hier in Deutschland eher ein bisschen schwierig ist, dort zu bestellen. Ich gucke mal auf der Homepage nachher nach, ob man als Deutschmensch dort überhaupt bestellen könnte. Also ob die nach Deutschland liefern. Als nächstes habe ich hier etwas mit drin, was ich ganz praktisch finde. Von Afterspa, die Marke kenne ich noch nicht, ein Facial Scrubber. Also ein For Healthy and Smooth Skin, also quasi ein Gesichtspeeling-Pad. Sowas ist ein Tool, das ist auch mal ganz praktisch, ne? Ich persönlich verwende ja keine mechanischen Peelings mehr, also auch nicht mehr so ein Teil. Ich könnte mir vorstellen, wenn das nicht allzu hart ist, dass ich das vielleicht zum Abschminken oder so verwenden könnte oder zum Abnehmen von Masken. Da habe ich persönlich aber aktuell genug da und lasse das deswegen auch verschlossen, weil dann kommt das demnächst mal in eine Verlosung mit rein. Weil das ist halt hier noch original verpackt und so, dann reiße ich das jetzt mal nicht auf. Aber ich finde es an und für sich ganz cool, dass es mit drin ist, weil ich finde solche wiederverwendbaren Teile einfach sehr, sehr nachhaltig. Und deswegen finde ich das cool. Und hier haben wir auch einen Panda-Tee drin, das finde ich ja cool. Night Cleanse. Und das ist auch in so einem ganz natürlichen Teebeutel. Ich trinke aktuell auch super viel Tee, deswegen freue ich mich darüber und werde den auch mal probieren tatsächlich. Dann haben wir hier ein bisschen was mit drin und das ist von Voila Day Creme de Jour Hydratant Moisturizing Day Cream. 30 ml haben wir hier drin enthalten und da sind 96% natürlich Inhaltsstoffe drin. Da achtet Blissim, wie gesagt, halt wirklich drauf mit diesen Natürlichkeitsgeschichten. Und ja, eine Tagescreme kann man gut gebrauchen. Ich persönlich brauche jetzt nicht in jeder Blissim-Box, was ich jetzt irgendwie die letzten Male immer wieder drin hatte, eine Creme, ne? Aber ja, gut, ist jetzt hier mit drin, kann man auch verwenden. Ich kenne die Marke noch nicht. Keine Ahnung. Dann habe ich hier dekorative Kosmetik drin. Das ist jetzt das erste Produkt, was... ich glaube, das ist ein Kajal. Was in meinen Full-Face-Beauty-Boxen theoretisch einziehen dürfte. Weil auch dieses Jahr führe ich das fort. All Tigers Vegan and Natural Origin Eyeshadow Pencil. Nee, der wird nicht bleiben. Auch wenn er hübsch ist. 307 Night Blue. Ja, der ist eigentlich schön, ne? Auch so ein schönes Dunkelblau. Eigentlich finde ich das cool, aber... Ich verwende weder Kajalstifte, noch verwende ich groß solche Lidschattenstifte. Bin ich eigentlich kein Fan von. Und das wäre einfach schade, wenn ich das jetzt in einem Fullface verwende oder in einem Schminky verwende und dann direkt ins Trashy packen würde, oder? Ich muss nochmal drüber nachdenken. Also swatchen werde ich den noch nicht, aber ich denke nochmal drüber nach. Dann habe ich hier Gelée de l'Archipel. Ein Micellen Cleansing Gel, okay, von Algologie. Das ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke, wenn ich das richtig im Kopf habe. 30 ml haben wir hier drin. Auch das ist ein Produkt, was ich persönlich jetzt nicht ganz so ultra ansprechend finde, weil ich keine Micellenprodukte eigentlich verwende. Aber das ist ein Cleansing Gel, also kein Micellenwasser, was du theoretisch auf deinem Gesicht drauflassen sollst, so als Toner, sondern ein Reinigungsprodukt. Da ist es dann schon wieder in Ordnung, aber haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker.
Nee. Also irgendwie, noch hat die Box mich noch nicht so ganz in ihren Bann gezogen. Und hier ist jetzt was so sehr schön reingestopft. Ich weiß gar nicht, wie ich das rauskriegen soll. Haben die Box um das Teil drum zugebaut? Was ist das denn hier? Le Millet von Nutri & Co. Esa Biotin. Cheveux und Brillance. Also für die Haare und für Brillanz, für Strahlkraft. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und hier sind 20 Tabletten drin. Ei, ich bin kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln in Beautyboxen. Und hier sind Nahrungsergänzungsmittel drin. Weil sowas sollte man nicht einfach so verwenden, ohne vorher mal so ein bisschen großes Blutbild gemacht zu haben oder so. Weil, ne, ich weiß jetzt nicht, wie das sich bei Biotinen verhält, aber es gibt durchaus so Nahrungsergänzungsmittel, die Inhaltsstoffe haben, wenn das auch jetzt um Eisen oder sowas geht, ne. Dass wenn du zu viel davon im Blut hast, ist es auch nicht gut, ne. Ja, nee. Also der Januar ist jetzt nicht ganz so stark gestartet, ne. Auch wenn die Box cool ist und die mir sehr gut gefällt, hat der Inhalt der Box mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, muss ich ehrlich gestehen. Ich hoffe, dass es im Februar besser weitergeht. Schauen wir mal. Keine Ahnung, gesamtwerttechnisch, ja, wird wohl gut sein, aber haut mich nicht vom Hocker. Ne, was meint ihr? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und das war's jetzt hier auch von dem Video. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beauty-Boxen von 2022. Da geht schon wieder los. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!